Und damit hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Mirage. Ja, ich muss mal eben schauen, wo wir jetzt überhaupt sind und wo wir eigentlich hin müssen, weil ich jetzt schon einen ganzen Tag nicht mehr gespielt habe und das ist für mich wahnsinnig lange. Nachforschung, Moment. Wo wollten wir denn jetzt weitermachen? Nurs Kontaktperson. Suche Nurs Kontaktperson in der Färbermanufaktur auf. Oder ein Ordensmitglied betreibt die Grabungsstätten. Naja gut, das ist jetzt aber kein wirklicher. Dann würde ich sagen, dass wir das dann mal verfolgen. Die Grabungsstätten. Nee, nicht Grabungsstätten. Die, was war das? Färbermanufakturen sind anscheinend da hinten. Ist das hier auch Sperrgebiet? Nee, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn ich hier rumlaufe, ist das doch okay. Weil ich will jetzt hier auch nicht mitten rein reiten. Also ins Sperrgebiet meine ich jetzt. Na, aber hier kann ich anscheinend noch rum. Das ist gut. Sehr schön. Hier ist doch, meine ich, auch der Typ, der... Genau, da hinten. Der Typ mit dem Gesang. Das heißt, hier ist auf jeden Fall noch safe. So, 160. Das ist auf jeden Fall nicht mehr so weit. Ach so, ich dachte gerade schon. Was siehst du? Schauen wir erstmal, in welche Richtung das ungefähr liegt. Scheint noch über dem Wasser. Das sind die Färber. Also ungefähr da. Sieht zumindest von oben so aus, dass das die Färber Dinger sind. Moment, wo ist das denn jetzt? Da. So, 86. Wie komme ich denn da so am besten rum? Kann ich mit dem auch durchs Wasser durch? Ja, sehr schön. Das ist cool. So, Färbermanufaktur. Es wäre nur schön, wenn ich hier auch mal absteigen dürfte. Achso, ich muss gedrückt halten. Okay. Gut, wir machen das am besten nämlich zu Fuß. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur, wer ist das jetzt, ne? Och, wie oft muss man eigentlich auf die Taste drücken? Nein. Leite mich in Ah, jetzt. Es scheint hier dieses hohe Gebäude zu sein, oder? Das Gebäude rechts von mir, kann das sein? Auf jeden Fall kann ich ihn jetzt nicht mit meiner Sicht ausfindig machen. Da ist eine Tür. Ah, du sollst die Sicht aber jetzt nicht die ganze Zeit anhaben. Ah! Einen Augenblick. Darwish. Asim. Azizi. Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm. Und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann. Aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat.
Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khurasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm mich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Okay, mehrere Fälle enthüllt. Dann schauen wir doch mal bei den Nachforschungen nach. Ich will immer das Falsche drücken. Nein, ich darf wieder nicht drücken. Darf ich jetzt drücken? Dankeschön. So, Wache von Bab Khurasan. Alis letzter bekannter Aufenthaltsort. Finde heraus, wo sich Ali befindet. Achso, das ist jetzt automatisch drin. Gut, und wir haben noch mal was bei den Fertigkeiten. Wir haben aber nur einen Punkt. Ich bräuchte jetzt fürs Nächste bräuchte ich zwei Punkte. Also brauche ich da noch gar nicht zu gucken. Okay, dann. Okay, ich gehe erstmal irgendwie hier raus. Damit ich überhaupt mit dem Kamel vernünftig reiten kann. Weil das ist ja hier mit dem Laufen ist das ja schon ganz schlimm gerade. Ich wollte gerade sagen, hier ist alles voller Blut, aber ich glaube, das ist nur Wasser. So. Einmal Kamel aus dem Wasser, bitte. Och nee, diesmal kommst du von oben, oder was? Hallo, andere Seite. So, dann schauen wir mal, wo wir hier hin können. Beziehungsweise, wo wir auskommen. Das sieht mir sehr nach Sackgasse aus. Da ist ein Vogel oder eine Frau. Ich bin mir nicht sicher. Oh, sehr geil, sehr geil. Endlich mal was zum Heilen. Hier war nichts zum Heilen. Das sah nur so aus. Lalalala. Euch kenne ich doch. Oh, Esel, hast du mich jetzt erschreckt, ganz ehrlich. So, dann reiten wir mal in die Richtung. Was war hiermit? Faunfeder. Aha. Kann ich ja nicht ran? Ich will das nur einsammeln. Da steht gerade einsammeln. Ah, geht doch. So. Was? Irgendwas mit uns sei pünktlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was bist du denn hier? Bürger, der Muhtasib möchte all jene, die heute den Bazar besuchen, daran erinnern, dass alle überprüften Waren mit dem offiziellen Siegel versehen werden. Achtet auf das offizielle Siegel. Okay. Ja. Bürger. Keine Ahnung, sagt mir jetzt so gar nichts, was der jetzt von mir will. Ich meine, wir hätten ihn wahrscheinlich ansprechen können, aber ich will jetzt erstmal hier die Story weitermachen. So, wir müssen da hoch. Das ist der Außenposten, zu dem Ali gebracht wurde. Ja, wir müssen trotzdem da hoch. Oh, okay. Oh, ich suche den Außenposten. Wir haben einen Schlüssel. Der ist anscheinend da in der Kiste drin. Oh, das wird wieder eine dieser langen... Folgen, so wie es aussieht.
weil ich wieder entsprechend viele töten muss. Das finde ich nicht gut. Also finde ich gut, dass ich die töten muss, aber nicht, wenn die da alle so zusammenstehen. Wieso darf ich jetzt meine Sicht schon wieder nicht machen? Was ist denn wieder los? Jetzt auf einmal geht's. Also. Den Typ könnte ich theoretisch von hinten überraschen. Wenn ich da... Komme ich da irgendwie hoch? Ne, da sind die Dinger. Das heißt, den kann ich nicht von hinten überraschen. Das heißt, ich habe dann entsprechend nur die Möglichkeit, hier reinzukommen. Das ist schlecht. Da unten sind noch zwei Oh. Muss ich denen zuhören? Hallöchen, darf ich dir zuhören? Weißt du, es war nicht Sajat, der den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich war es. Er war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen. Ich war 5 Jahre in Delam. Die haben was gegen uns da oben. Dagegen ist das hier der reinste Lustgarten. Das sollte ich belauschen, oder was? Weil ich habe R gedrückt. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Ich habe gegen ein paar dieser blassen Langhaarigen gekämpft. Die sind wild, aber geschickt. Hervorragende Krieger. Aber das bin ich auch. Mehr sagen die nicht? Ich glaube, das wird... Hab's vergessen. Ich hab's nicht allein. Ich weiß nicht, wenn mir das passiert. Oder muss ich hier rein? Ach so. Das kommt mir bekannt vor. Werden du und der Schreiber je miteinander auskommen? Unwahrscheinlich. Der Mann glaubt, wegen seines Ranges könne er sich alles erlauben. Kommt er mir nochmal in die Quere, töte ich ihn eigenhändig. Und wer schreibt dann die Namen der Gefangenen auf? Du? Du kannst nicht mal deine Armschienen festbinden, geschweige denn schreiben. Wenn wir dadurch sein Geschwafel loswerden, lerne ich es mit Freuden. Finde die Gefängnisaufzeichnung. Oh, jetzt hauen sie ab, okay. Zumindest der eine haut ab. Den anderen kriegt er jetzt. Der andere kommt jetzt nicht mehr weg hier. Gut, den könnte ich. Oh, der Typ kommt nach vorne. Nein. Nein, geh runter. Geh runter. Blöd, Mann. Du solltest den eigentlich tragen. Moment, da unten steht einer, der anscheinend was dabei hat. Ablehnen. Zack. Wieso steht der immer wieder auf, der Idiot? So, Also, da unten hinten ist wohl was. Oh, da steht schon wieder so ein großer Typ rum. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Ach, der andere kommt natürlich gerade jetzt wieder, wenn ich da jetzt hin will. Das war so klar. Ja, was schaffst du nicht allein und wo bist du überhaupt? Ich sehe dich nicht. Von da komme ich auf jeden Fall... Ja, da könnte ich rüberspringen. Da ist aber wieder eine größere Wache, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nein, du sollst da raufspringen. Guckst nach da unten. So, komm mit. Ich werde dich erstmal hier rein ablegen. Nein, bleib unten, bleib unten. So, da steht noch einer und da steht einer, der sitzt.
Lauf, 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 lauf. Hat er es jetzt angenommen? Nee. Konnte ich den einen eigentlich noch? Konnte ich da noch was einsammeln? Nee, den konnte ich nur tragen. Okay. Gut. Hier oben ist jetzt... Doch, da ist noch einer. Nee, geh dahinter, geh dahinter. Los. Achso, der guckt dann, oder? Der geht hier nicht durch, oder was? Doch, der kommt. Der kommt, der kommt, der kommt. Zumindest bis hier vorne. Dürfte mich aber auch nicht sehen, wenn ich jetzt hier hingehe. Achso, der kann ja gar nicht durch. Ach, das ist ja doof. Ich wollte den jetzt von hinten umbringen. Okay, das heißt, da hinten haben wir auf jeden Fall auch noch was. Das können wir direkt schon mal einsammeln hier. So. Den Typen würde ich noch erledigt bekommen. Die Frage ist, was ist mit denen nach unten? Gut, die von hier oben haben wir jetzt alle wegeliminiert. Der Große, der macht mir halt richtig Sorgen. Der sieht wie ein Schreiber aus. Und wir müssen halt... Ja, müssen wir hier rein? Wahrscheinlich, ne? Jetzt geh doch einfach mal da runter. Die Tür ist verschlossen. Natürlich. Jetzt läuft er da hinten rum. Ist nicht dein Ernst, dass der jetzt die Treppe hochgeht. Boah, ey. Wieso geht er jetzt da hinten rum? Setzt sich da rein, oder was? So, dann müssen wir jetzt erstmal die Seite wechseln. Nein, geh darüber, genau. So, jetzt ist der hier oben immer noch... Ach, der steht jetzt mittlerweile. Wieso steht der jetzt mittlerweile hier oben? Hallo? Ach nee, das ist der andere Typ, der da steht. Okay. Ach, jetzt läuft er wieder auf die andere Seite. Willst du mich denn... Du willst mich doch veräppeln hier. Moment, wenn er die Treppe hochgegangen ist, dann ist er aber unter mir gewesen, oder? Das heißt, theoretisch... Hilfe! Ich schaffe es nicht allein! Ja. Der geht irgendwo hier rein. Kann er jetzt... Jetzt wartet der nicht ernsthaft so lange, bis der andere Typ auch hier ist, ne? Ist das jetzt euer Ernst? Der ist doch gerade eben noch die Treppe hier rumgegangen. Steht der natürlich genau da, wo der mich dann sieht? Ah, jetzt ist der da. Den nehme ich in Verwahrung. Genau, den nimmst du in Verwahrung. Der kommt jetzt... Ah, Moment, da wollte ich noch hin, genau. Hallöchen. Ich komme hier nicht raus, ne? Bitte, ja, dachte ich mir schon. Hier drüben. Hallo, ich will hier wieder raus. Kommt natürlich jetzt genau... Genau hier hin. Also, den Schlüssel habe ich. Dann kommen wir da hinten auf jeden Fall rein, um den Zettel zu holen.
Komme ich da wieder hoch? Ja, perfekt. Dann muss man erstmal da wieder hoch. So. Ja. So, ganz so wollte ich das nicht. Jetzt steht der Idiot hier. Ich weiß nicht, ob der mich sehen kann, wenn ich jetzt hier runtergehe. Deswegen. Okay. Jetzt kannst du einmal darüber. Okay, hier ist auf jeden Fall keiner drin, so wie es aussieht. Sehr schön. Aber wirklich was zum Heilen finde ich ja auch nicht. Hallo? Eine Gefängnisliste. Jeweils mit unterschiedlichen Zeichen. Fall geschlossen. Sehr schön. Dann hat es doch nicht ganz so lange gedauert, wie ich befürchtet hatte. Geh zu den anderen im Bruderschaftshaus. Sehr geil. Wenn ich jetzt hier nochmal irgendwie rauskomme, werde ich das tun. Moment. Der Typ ist gleich wieder weg. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie ich da... Achso, doch hier durch. Eine Handelsmünze brauche ich dafür. Ah, okay. Dann lassen wir das mal. So, dann gehen wir auf den gleichen Weg, wie wir reingekommen sind, jetzt wieder raus. In der Hoffnung, dass sie sich jetzt nicht anders postieren. Positionieren, meine ich damit. So, hier war, glaube ich, keiner, ne? Geh doch mal da runter. Hallo. Ja, da sind nur oben die Wachen, okay. Schwuppdiwupp. Wo ist mein Kamel? Achso, das steht ja noch da. Hallo, Kamel. Lass mich aufsitzen. Geh mir aus dem Weg, bitte, sonst muss ich dich leider umlaufen. Ach, hier oben komme ich gar nicht rum. Achtung. Laufendes Kamel kommt. Wir müssen zurück zum Bruderschaftshaus. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade durchlaufe. Ich hoffe, das ist nicht zu nah am Sperrgebiet dran. Lalala. Ja, hat doch mal deutlich besser funktioniert als in der letzten Folge, wo ich irgendwie, egal wo ich hingegangen bin, nur angegriffen worden bin. Egal, was ich gemacht habe, egal wie gut ich mich versteckt habe, es war alles nur Scheiße. So, aber heute ist es mal richtig gut. Hallo Wachen, in der letzten Folge habt ihr mich noch, Entschuldigung. Habt ihr mich noch gnadenlos verfolgt, jetzt nicht mehr. Was sind wir denn hier? 110 in der Richtung. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Ich bin die Ablösung. Halina. Kulat und Roshan wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. Wo war denn der Eingang hier? Alles hier? Nö, das ist gar nicht mein Haus. Ah, das ist hier erst. Ah, Moment. Ah. Halt, halt, Holz. Oh, sehr schön, wieder ein bisschen Heilung. Sehr geil. An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Orden ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Hul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beschis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt,
wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashq gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Das Gefängnis am Beb Dimashq ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz Ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann. Hilfsmittelaufwertung. Jedes deiner Hilfsmittel kann aufgewertet und mit verschiedenen Effekten angepasst werden. Um ein Hilfsmittel zu verbessern, besuche die Banu Musa im Bruderschaftshaus der Verborgenen. Die Dienstleistung kostet eine bestimmte Menge Material für Verbesserungen. Okay, ja, meine Wurfmesser sind zum Beispiel total scheiße. Die könnten wir vielleicht mal verbessern. Fackel, einfache Licht- und Feuerquelle. Unbegrenzt, das ist schon mal gut. Ja, die brauche ich ja eigentlich nicht zu verbessern. Um den Nextrang freizuschalten. Was haben wir denn da? 15, das habe ich, das habe ich. Von denen hätte ich auch gerade was. Die Frage ist, was würde passieren mit einer Verbesserung? Schalte diesen Rang frei. Rang gesperrt. Vergifte Gegner. Löst die Leichen jener, die mit dem Messer getötet wurden. Ach so, spurlos. Ach, man sollte auch immer zu Ende lesen. Okay. Dafür haben wir aber, ja, dafür haben wir bei Weitem nicht genug. Ich würde ja gerne das letzte machen, aber wir machen jetzt erstmal das erste. So, Modifikation auswählen. Erhöht die Anzahl der Nutzungen dieses Werkzeugs um 2. Erhöht die Entfernung, die du dieses Hilfsmittel werfen kannst. Das wäre auch nicht schlecht. Erhöht den Schaden des Wurfmessers. Das wäre auf jeden Fall gut. Wobei die Reichweite natürlich auch gut wäre. Was ist denn beim nächsten Rang? Lässt einen aufgeladenen Wurf. Schwere Klinge bringt Gegner bei Treffern aus dem Gleichgewicht. Na gut, da würde ich wahrscheinlich vergiftet Gegner später nehmen. Ich nehme mal den Schaden. Ich nehme mal den Schaden. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Vielleicht ist auch die Reichweite besser, keine Ahnung. Aber ich nehme mal den Schaden. So, jetzt haben wir das. Ein Quell der Ideen, wie immer. Danke, Abu Jafar. So, was war denn das andere? Da ist die Tür. Er hat doch irgendwas von, ach da hinten, von einem Brett gesagt, ne? Guck mal da auch nochmal kurz. Aufträge. Aufträge von verschiedenen Fraktionen Bagdads findest du auf dieser Tafel. Sie abzuschließen ist eine großartige Möglichkeit, sich gut mit ihnen zu stellen. Im Kodex erfährst du mehr über Bagdads Fraktionen. Angenommene Aufträge kannst du dir im Detail im Nachforschungsmenü ansehen. Okay, der Waffenhändler. Ein mit den Rebellen verbündeter Waffenhändler ist auf der Flucht vor der Obrigkeit. Bring ihn in Sicherheit. Aha. Da bekommt man, was auch immer das ist, 2 von diesen komischen Dingern rechts. Ich habe aber keine Ahnung. Moment, Details. Ah, da steht nur ein Detail jetzt zum Auftrag, aber nicht dazu, was das ist. Raub des Bronzespiegels stiehlt einen kostbaren Spiegel, der in einem Badehaus aufbewahrt wird. Oh, Badehäuser, wissen wir, sind immer gut bewacht. Und ich darf niemanden töten. Raus, weg damit. Der satirische Poet, ein satirischer Dichter, hat einen einflussreichen Höfling verärgert. Bring ihn in Sicherheit. Er darf keinen Schaden nehmen. Na gut, das wäre dann wahrscheinlich auch nichts für mich. Der Bootsraub stiehlt ein Boot samt Fracht, das im Abwassergraben des Lehens angelegt hat. Man soll unentdeckt bleiben. Oh, das wäre aber ganz gut. Das fände ich ganz cool mit dem unentdeckt bleiben. Das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Die Kokubine. Eine Kokubine des Kalifen, die für die Aufständischen spioniert, wurde zum Verhör in den Prinzenpalast gebracht. Tötet diejenigen, die sie gefangen halten.
Und ich darf keinen Schaden nehmen. Oder sie darf keinen Schaden nehmen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ja, wahrscheinlich sie darf keinen Schaden nehmen. Also die beiden unteren hören sich interessant an. Ich weiß nicht, ob ich jeweils eins, also ob ich beide annehmen kann. Die würden mir auf jeden Fall nochmal einen guten Buff geben an Ressourcen. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Doch, das kann ich auch noch annehmen. So, mehr Aufträge angenommen. Voraus, um einen Weg ins Gefängnis am Beb Dimashq zu finden. Ich sollte ihn suchen. Doch zuvor könnte es hilfreich sein, diesem Schmied einen Besuch abzustatten. Jede Verbesserung könnte sich als nützlich erweisen. Genau, ich muss zu dem Schmied. Das möchte ich auch gerne machen. Wir haben immer noch nur einen Punkt zur Verfügung. Ah, Aufträge haben wir jetzt hier unten rechts. Aufträge anzeigen. Da können wir dann aussuchen, welchen wir nehmen wollen. Okay, sehr schön. Muss man sich ja erstmal angucken. Ich sollte ihn im Gefängnis finden. Das werde ich dann als nächstes machen. Wobei ich nicht genau weiß, wo dieser Schmied ist. Ich würde sagen, den suchen wir dann auch mal in der nächsten Folge. Oder können wir das irgendwie in der Übersicht sehen? Das ist ja nur die Quest, ne? Och, der ist mal wieder nicht verfügbar. Ja, dann machen wir es einfach so. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und schauen in der nächsten Folge mal, ob wir irgendwo den Schmied finden und wie wir in das Gefängnis reinkommen. Beziehungsweise, ja, wir treffen uns dann erstmal mit Fulat. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.